Eine Weihnachtsfeier, eine Modenschau und ein Charity-Abend waren diesmal die Termine unserer Dabei-Kollegen. Begonnen hat die Reise in Velden, wo neben einem Kabarettabend auch der dritte Kärntner Sicherheitsverdienstpreis vergeben wurde. Zur Veranstaltung luden die Gendarmerie und Polizeifreunde Kärnten. Der Erlös des Abends ging an die Aktion Licht ins Dunkel. Wir verleihen heute zum dritten Mal gemeinsam mit Raiffeisen Kärnten den Kärntner Sicherheitsverdienstpreis. Und der geht heuer an die Gruppe der sprengstoffkundigen Beamten. Und drei weitere Personen bekommen diesen Preis für eine ganz spektakuläre Lebensrettung, die sie in dem letzten Jahr geleistet haben. Ja, ich war im August am Blöckenpass oben beim Freilichtmuseum und dabei ist ein Soldat 30 Meter abgestürzt und es waren nur ein paar Sekunden zum Überlegen und ich habe probiert, den Fall zu stoppen und es ist gut ausgegangen für ihn und für mich auch. Uns erreichte immer ein Notruf, dass eine Dame am Ufer der Glan sitzt und als ich dann dort eingetroffen bin, ist sie eben in die Glan gesprungen und kurzerhand habe ich dann dazu entschlossen, der Dame nachzuspringen und sie eben dann aus der Glan zu retten. Die sprengstoffkundige Einheit wurde auch ausgezeichnet. Kommen solche Einsätze häufig vor in Kärnten? Die Einsätze kommen relativ häufig vor. Auch heute zum Beispiel kann ein Kollege nicht dabei sein, weil er bei einer Hausdurchsuchung ist und dort wurden Handgranaten sichergestellt und er arbeitet gerade an dieser Sache. Für Stimmung wurde mit dem Kabarettprogramm Giraffen können nicht husten gesorgt. Es geht im weitesten, aber auch im engeren Sinn um die österreichische Seele, das österreichische Moment, ich möchte sagen, die österreichische Tragödie gewissermaßen.